Alter, was geht ab, Leute? Okay. Döner-Time. Berliner Döner. Neu aufgemacht, vor ein paar Tagen erst. Da gab es auch so eine Aktion, 1 Cent Döner. Ihr wisst, die lohnen sich nie. Ich habe die Schlange gesehen, ich habe es auf Instagram gesehen, aber jetzt ist normal, Betrieb. Die sind schon eine Weile am Start. Schauen wir mal, was sie können. Ich würde mal sagen, es gibt niemanden auf der Welt, der so viel Ahnung von Berliner Döner und Münchner Döner hat. Klar, Berliner mehr Ahnung von Berliner Döner als ich. Ich glaube, niemand hat mehr Ahnung von Münchner Dönern außer mir. Aber lässt sich noch abstreiten. Aber Berliner Döner und Münchner Döner. Digga, da bin ich der King. So, schauen wir doch mal. Berlin ex Munich. So. Mal kurz. Sieht nett aus. So, hier mal der Laden. Spieße sahen gut aus. Ja. Preise, würde ich mal sagen, nicht Berliner Preise. Das waren Münchner Preise, aber Spieß, Berliner Style. Mit Gemüse war Option. Aber ihr wisst, ich stehe nicht auf Gemüse-Kebab, nicht mehr. Lieber mehr Fleisch. Und jetzt suchen wir uns ein stilles Örtchen. Gut verpackt, geile Verpackung. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, einfach auf die Hand, aber okay. 57 hat der gekostet. Mittlerweile Standard, ja. Gemüse ist am Start. Kartoffel, Karotte. Randnotiz. Hier, also wir sind mitten in der Innenstadt. Und hier gibt es sehr schlechte Döner. Sehr, sehr schlechte Döner nur. Also wenn der taugt, dann ist er konkurrenzlos in der Gegend. Klar. Also es gibt die Hauptstraße, die Haupteinkaufspassage und die endet halt oder startet, je nachdem, am Hauptbahnhof und endet am Marienplatz. Und am Marienplatz gibt es einen Döner und am Hauptbahnhof gibt es einen Döner und beide nicht zu empfehlen. Und bei dem musst du eine Seitenstraße abbiegen. Deswegen die Touristen finden den vielleicht nicht und essen halt trotzdem die zwei schlechten, aber für euch, damit ihr es wisst. Gut, nicht schlecht. Erinnere mich direkt an Mustafas Gemüsekebab, der in München dicht gemacht hat, obwohl immer Schlange war. Von der Würze her. Das Problem mit Gemüse ist halt, es überdeckt zu sehr. Gurken, Zwiebel, Salat ist halt auch noch mit drin. Also schlecht ist er nicht. Er ist besser als die zwei Katastrophendöner. Den kann man essen. Fällt hier aber schon auseinander. Ich habe das Gefühl, nur in dem unteren Drittel ist Fleisch. In der Mitte viel Gemüse und oben eine Menge Salat. Das wird auf jeden Fall nicht mein neuer Lieblingsdöner. Ich werde den wahrscheinlich auch nicht nochmal essen. Aber wie gesagt, für die Lage. Für diesen Bezirk ist es der beste. Erinnert er mich an Berlin? Geht so.
erinnert mich halt an Mustafas. Und Mustafas ist aus Berlin ursprünglich. Warum haben tut er mich jetzt nicht? Fleisch haut mich nicht um. Verteilung haut mich nicht um. Ja, für Münchner, die mögen es ein bisschen fresher, weniger fleischlastig. Die denken sich, boah, fresher Döner wahrscheinlich. Ich denke mir halt nur, Digga, schmeckt nur Gurke. Jetzt kommt das Kraut. Boah, ich wollte das gerade essen, das Papier. Analysiert mal diese Stelle, Leute. Da ist kein Fleisch drin. Königsbissen nicht am Start. Also ich sag's mal so, hätte er sich nicht Berliner Döner genannt, ich hätte ihn nicht mal abgecheckt. Der ist nicht erwähnenswert. Einmal gegessen, einer von vielen. Jetzt am Ende schmeckt die erste Soße raus. Die ist davor komplett untergegangen. Ist okay, wirklich. Komplett normal. Nicht erwähnenswert. Keine Gelüste würde ich jemals bekommen, den nochmal zu essen. Ja. Getränke for free, Leute. Soll ich geiern? Ich hol mal. Insi-Modus, Baby. Zack. So geht das, Leute. Haha. Also ich sag mal, meine Arbeitskollegen, Foodblogger auf Instagram, TikTok und so, die machen manchmal so, hey, unter 10 Euro Essen und so, bla bla. Und dann bestellen die meistens halt eine Speise oder eine Vorspeise. Ich gehe zu denselben Läden und bestelle 3-4 Sachen dort. Oder, weißt du, wenn du 3-4 Läden abcheckst und jedes Mal unter 10 Euro zahlst, schön und fein, aber dann hast du 3-4 Läden abgecheckt und trotzdem 30-40 Euro gezahlt. Also ich finde diese Videos ziemlich sinnlos, aber vielleicht mache ich mal ein Video Insi-Modus. Wie viel gebe ich aus, wenn es darauf ankommen sollte? Wie wenig? Denkt, ich komme eine Woche für umsonst klar? Also klar mit Influencer-Kontakten, hey, ich mache Videos und so, ein auf Up-Rap, hey, bisschen Story für Food-Austausch und so. Aber denkt, ich komme eine Woche, kann ich überleben? Ohne Geld auszugeben, also für Essen und Trinken. Also für Essen. Trinken ist was anderes. Es geht weiter mit Berliner Döner in München. Es gibt gesamt 4. Den brandneuen haben wir abgecheckt. Es gibt jetzt noch einen neuen. Zufällig genau bei mir. Den checken wir jetzt auf die Schnelle ab. Ja, und 2, die sind nicht so in der Nähe. Aber Kuss geht raus an einen Zuschauer, der, ja, ich würde nicht sagen belästigt mich, aber kommentiert des Öfteren, dass ich diesen einen gewissen Döner mal testen soll, schon seit längerer Zeit, und das ist halt auch so ein Berliner Döner in München. Werden wir im nächsten Video machen. Bro, ich hab dich nicht vergessen, aber jetzt erstmal den hier bei mir. So sieht meine Hood aus, Leute. Hier gibt's Berliner Döner neu. Also der Laden, irgendwas Gustavo, den gibt's schon länger, also schon immer. Und der war jetzt nicht so gut, aber die haben jetzt Rebranding gemacht und jetzt gibt's irgendwie Berliner Döner-Style. Seht ihr es, Leute? Naja, schauen wir mal. Schaut für den Spieß, Leute. Aha. Okay, 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 okay. Das dreieckige Brot. Man kennt's, Berlin-Style. Okay, okay. Spieß hat an Berlin erinnert, aber das war beim ersten Laden, den ich abgecheckt habe, auch so. Er hat kein Gemüse reingetan. Hat er verplant, obwohl er noch extra gefragt hat, hey, mit Gemüse. Ich so, ja, mach ein bisschen rein für den Gemüsedöner Berlin-Style-Flavor, aber hat er verplant. Größe ist stabil.
Auf jeden Fall besser als Massivs-Döner. Schuss geht raus. Letzte Woche 2,99, diese Woche 3,99. Normal kostet der 7,50. Und 7,50 ist grenzwertig. Vor allem, weil wir hier im Norden sind. Bisschen sozial, wie heißt das? Schwache Gegend, sozial schwache Gegend. Ihr wisst, was ich meine. Hoher Ausländeranteil. Und die Preise sind hier genauso wie in der Innenstadt. Zentral, Bahnhof, Marienplatz, Stachus. Naja. Brot gefällt mir. Schmeckt besser als der Stachel. Stabil. So ist es sehr lecker. Gutes Aroma. Sehr gut verteilt alles. Jeder Bissen hat alles. Soße, Brot. Ich muss sagen, schmackhaft. Könnte der beste Döner hier in der Gegend sein. Hat auch ein bisschen Gemüse drin. Ist eine Kartoffel. Nachdem er Soße drauf getan hat, dann Fleisch. Dann Salat, auch Gemüse, okay, das habe ich nicht gesehen, obwohl ich genau hingeschaut habe. Hat dann nochmal Fleisch reingetan und nochmal Soße. Stark. Boah, der kommt gut. Der ist stabil. Den will ich nochmal essen. Eine saftige Angelegenheit. Ist alles voller Fett. Ja, Königsmischen, das ist am Start. Starke Soße, die hat echt, mit dem Ganzen echt einen sehr angenehmen Geschmack gegeben. Also so ein Geschmack, wo man sich die ganze Zeit gedacht hat, boah, ich will noch ein bisschen, noch ein bisschen. Das ist eine sehr gute Soße. Berliner Döner in München. Es gibt 4. 2 haben wir getestet. 2 stehen die Woche noch an. Ja, was soll ich sagen? München, Döner. Selbst Berliner Döner können nix. Okay, jetzt der bei mir ist essbar. Immerhin der beste in der Umgebung, aber ja, wenn ich die Wahl hätte, würde ich auch immer noch einen anderen essen. Von den 2 kommt keiner in die Top-Döner-Liste in München, so war ich in München momentan eh nur 2 habe, die ich öfter als einmal essen würde. Aber ich bin noch weiter auf der Suche, Leute, nach essbaren Döner in München für euch. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem Krypto-Kanal, der Mine. Serious Business und ciao.